So, meine lieben Leute, es ist mal wieder an der Zeit, GTA 3 zu spielen. Ich habe jetzt gerade, was ich gemerkt habe, ein kleines Problem. Ärger da. Denn bei mir steht jetzt gerade, dass das Spiel angeblich neu installieren soll. Eigentlich nicht der Fall ist. Weil ich hab's ja schon installiert. Deswegen frage ich mich, what the hell? What the fuck? Hä? Och, was ist denn jetzt los? Meine Spieleversion. Hä? Was ist denn jetzt los? Was ist das für ein Bullshit? LP, Fan Killer der Elite und Demiko, was geht? Hä? Okay. Hä? Ja, muss man nicht verstehen, oder? Muss man nicht verstehen. Fuck. Wow, fängt ja schon mal gut an. Fängt ja schon mal sehr gut an. You fucking shitting me. You fucking shitting me. Ich hab GTA installiert, was willst du von mir? Hä? Ja, chill doch mal ein bisschen. Der zeigt mir nur an. Der zeigt mir nur an, dass ich Red Dead Redemption 2 installiert habe. Ansonsten habe ich nichts installiert. Willst du mich verarschen? Fängt ja gut an, Alter. Bitte, Lehrling, was geht? Yay. Wow. Einfach nur wow. Der zeigt mir nur an, dass ich angeblich nur Red Dead Redemption 2 installiert habe. Mehr nicht. Hallo? Ich hab das Spiel installiert. Was ist denn dein Problem? Ah ne, jetzt sag jetzt bitte nicht, dass der Rockstar Games Launcher jetzt hier rumspinnt. Oh mein Gott. Ich hab das Spiel installiert. Warum zeigt der mir nur Red Dead an? Ich habe es installiert, ich sehe es doch. Was ist dein Problem? Ich habe das Game installiert. What's your problem? Na egal, ich habe auch erstmal was anderes vor hier, ne? Also, ich zeige euch mal was hier, ne? Ich zeige euch mal was. Die 1% in GTA 3 zu bekommen. Wer hat sich so einen Rotz ausgedacht bei Rockstar Games? Wer saß dort rum bei Rockstar Games und meinte, yo, lass mal so die 100% machen? Ich hab mir die Liste angeguckt. Wer kam auf die Idee, so einen Rotz zu machen? San Andreas, geil. Vice City, geil. GTA 300%. Wie? Du machst eine Sache nicht, hast du verkackt, 100% kriegst du nicht mehr. Der Praktikant. Ja, natürlich der Praktikant. Guck mal, ich zeige euch mal was Lustiges. Hier steht, dass man diese Mission machen muss, bevor man diese Mission hier macht, ne? Und wenn du diese Mission machst, der letzte Wunsch,
und die Mission nicht gemacht hast mit Pump-Action-Thriller oder der Bullenball, dann kriegst du die 100% nicht. Das heißt, wenn du die zwei Missionen nicht gemacht hast, RIP, vorbei, nochmal von vorne. Hast du verkackt? 100% nochmal neu machen. Oder hier auch, die zwei Missionen nicht gemacht, bevor das hier, verkackt. Keine 100% mehr für dich. Du willst 100% haben? Hier, nochmal von vorne. So, bla 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 bla. Bei Ahsoka muss man das vor Flughafen-Coop machen. Das ist hier bei Donald. Donald. Ja, muss man machen. Hast die Mission nicht gemacht? Ha! Verkackt! Nochmal von vorne spielen, du Keck! So nach dem Motto. Ja, er ist echt mies, ja, Mann. Das steht da nur wegen der Mafia, weil die Shotguns haben. Das ist. Oder hier, Kenji, von Kenji die Mission, das Kenji-Komplott. Das ist hier bei Donald Love die zweite Mission, ne? Du musst hier alle Kenji-Missionen machen, bevor du das mit Donald machst, ne? Hast es nicht gemacht? Verkackt, du Keck. Nochmal von vorne, Alter. Nochmal von vorne alles machen, um die 100% zu machen. Das Beste kommt ja noch gleich. Hier. Telefonmission. Marty Chongs. Unbedingt vor der letzten Mission erledigen. Das heißt, du musst alle. Telefonmission. Nee, warte. Nee, das ist nur die Mission. Das ist nur die Mission. Okay. Ich habe mich verlesen. Ich dachte, das sind alle Missionen hier gedacht. Aber es ist nur die hier. Die vier. Wer kommt auf die Idee, bei Rockstar Games so ein Shit zu machen? Irgendein random Praktikant meinte so, oh, wie lustig, lass mal das machen. So, okay. 60 Bürgerwehrmissionen, 60 Feuerwehrmissionen, okay, müssen nicht am Stück absolviert werden. Und ich habe hier nachgelesen, man muss ja, wie ihr schon gesagt habt, 20 pro Insel machen. Man bekommt eine Benachrichtigung, wenn man das gemacht hat, ne? Geil ist, man muss das nicht am Stück machen. So, Sanitätermission muss man bis anschließend Level 12 machen. Es ist dringend zu empfehlen, die Sanitätermission direkt zu Beginn des Spiels in Portland nach der Einleitung zu absolvieren. Ansonsten wird es durch fremde Gangster schwierig. Fast unmöglich. Das Problem ist, ich bin jetzt mit den Triaden verfeindet. Okay, kann ich ja vielleicht noch schaffen. Werde ich heute machen. Und El Burro ist auch in Portland. Ja, also das, da habe ich ja schon was gemacht. Da habe ich schon was gemacht. Das Mafia-Massaker. The fuck ist das für eine Mission? Mafia ist eine von vier Toys-Missionen in Grand Theft Auto 3. Das muss ich auch noch machen, bevor. Oh mein Gott. Ey, auf was? Woher soll man den Shit wissen? Ganz ehrlich. Digga, kann die Werbung mal ein bisschen weggehen? Tschüss. Na, hallo? Fucking Sch Werbung will einfach nicht. Okay. Boah, meine Fresse, Alter. Diese Werbung, ne? Ja, wow, danke schön dafür jetzt. Ja. Aber was muss ich noch achten? 20 Rampages, okay. Monster Stunts, 100, 100 versteckte Päckchen, okay. Zweimal. Oh. Oh. 7 Einsatzfahrzeuge, okay. Das muss ich auf jeden Fall vor der Mission. Alles. 100 Taxifahrten! Okay. 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 Okay, I'll take that. Könnt ihr was hören? Aber jetzt könnt ihr was sehen und hören. Yeah! Yeah! Halbe Stunde später! Die Leute, die das auf YouTube sehen, sehen das gecuttet. Yeah! Wer ist eigentlich noch dazu neu gekommen? True Death, was geht? Skriniko, was geht? Aber warum können wir. Achso, ja, du hast ja schon geschrieben. Was geht? Yeah! Halbe Stunde VIP-Content nur für euch, wo ihr nur den Blackscreen sehen konntet. Yeah!
Hinter den Kulissen, was geht bei Vasi ab? Yeah! OnlyFans, wann warst du bald? Was? Was? Ich meine das andere OnlyFans, was hinter den Kulissen ist, nicht das andere hinter den Kulissen. Das andere hinter den Kulissen! Yeah, GTA 3! Yeah, Epic Gamer Moment! Oh mein Gott, wir können es endlich zocken! So, was machen wir heute? Sanitätermission! Let's go, people! Sanitätermissionen! 12 Stück am Stück! Yeah! 100 Taxifahrten schaffe ich safe nicht mehr, weil halbe Stunde ist ja schon weg. Oh mein Gott. Ja, ich habe die Triade jetzt ein bisschen böse gemacht. Aber nur ein bisschen. Digga, hört auf, mich abzuballern, Alter. Ich schwör bei Gott. Hör auf. So. Eismann. Bis abgeschlossen. Oh. Das kommt ja wie gerufen hier. Dankeschön. So. Erstmal die Sirene aus. So, let's go. Let's go. Krankenfahrten. Die 2 Stunden zocken ist trotzdem, oder? Also da muss ich euch leider enttäuschen. Ich würde das gerne machen mit den 2 Stunden. Das Problem ist, es gibt einen bestimmten Grund, warum ich um 17 Uhr den Stream gestartet habe. Weil um 19.20 Uhr muss ich nämlich los. Denn wir gucken heute im Kino Dingen. Wir gucken den neuen Spider-Man-Film. Deswegen. Wir gucken dann nämlich den neuen Spider-Man-Film. Die Frage ist, schaffe ich überhaupt jetzt die Krankenwagen-Mission jetzt, wo die Triaden mich am Abballern sind? Schaffe ich das überhaupt? Oder muss ich das Game komplett neu machen jetzt hier? Weil die spawnen ja wirklich... spawnen ja wirklich überall hier. Der ist so toll. Ja, ich freue mich drauf. Einfach quasi spoilern, damit er einen Grund hat, mehr ins Kino zu... Nein! Oder bitte nicht, ich habe die Tickets schon bezahlt. Das Problem ist, die Triaden ballern mich ja die ganze Zeit ab, ne? Und wenn die mich die ganze Zeit abballern, mal so am Rande erwähnt, ne? Bin ich dann dead? Ballern mich die Diablos auch schon ab, oder was? Bin ich dann eigentlich dead? Also ist die Mission instant gefailed, weil ich muss ja 12 Krankenwagen-Missionen im Durchgang machen. Ach doch mal, Platz. Was man sagen kann, ich bin mir sicher, wird dich nicht täuschen, okay. Bin gespannt. Bin echt gespannt. Viel Spaß beim Film. Der Film ist einfach klasse gemacht, wird dir gefallen. Ja, ich freue mich. Ich liebe es bald. Ah! Du kleine Keckwurst, Alter. Jetzt gerade hast du nicht nur die Triade und die Kolumbianer. Geil. Ich meine, nein. Aber das Problem ist, wenn mein Krankenwagen kaputt geht, ne? Oh nein, es fängt jetzt schon an zu rauchen. Oh nein. Oh nein. Schaffe. Oh mein Gott, 30 Sekunden? Es ist legit das erste Mal, dass ich Krankenwagenmission mache, ne? Nur mal so am Rande erwähnt. Ich habe Krankenwagenmission nicht einmal gemacht hier. Ich liebe Spider-Man, ist mega geil. Oh mein Gott, der fährt extra in mich rein! Kann ich meinen Krankenwagen hier wechseln? Oh mein Gott, ich werde hier wirklich. Ja, fuck, ich. Fuck, ich. Ja, mach mal. Mach lieber nicht Dings. Mach zuerst die Telefonmission und so, ne? Wenn du Tony machst, wenn du Tony-Mission machst, ne, dann bist du direkt verfeindet dann. Mit den Triaden, ne? Hast du verkackt. Ja, toll. Ich habe keine einzige Tony-Mission gemacht. Und die Triaden hassen mich, weil ich die Telefon-Mission gemacht habe.
Oh mein Gott. Ey, 20 Sekunden. Junge, wie knapp ist das? Ich glaube, wechseln kannst du nicht. Ja. Geil. Junge, wie soll ich das schaffen? 25. Junge, was ist das? Gerettet. Ey, das ist so dumm. Ich hätte das. Ja, mach mal die Krankenwagenmission, bevor du Tony-Mission machst. Okay, mach ich. Die Triaden hassen mich. Steig ein. Gerettet, tschüss. Oh, Junge. Oh, komm. Wie zu einem Krankenwagen-Dozent, Alter. Also, wenn das jetzt mit den Triaden wirklich gleich so hart. Wenn es mit den Triaden wirklich gleich so krass sein wird, ne? Warte, kann man in GTA 3 den Krankenwagen sprayen? Geht das? So wie bei GTA Vice City man Taxis sprayen kann. Kann man einen Krankenwagen sprayen, ist die Frage. Nope, nope. Warum kann man nur Taxis sprayen? Das ist so stupid. Das ist so stupid. Nur Taxis. Ich glaube, ich werde jetzt in diesem Stream von der Zeit hier nur damit beschäftigt sein, Krankenwagenmission jetzt hier zu machen. Ja, kann das sein? Ich habe mir viel, viel mehr vorgenommen. Tschüss. Wäre ja zu einfach. Ich glaube, wenn das gleich mit den Triaden wirklich so krank sein wird, dann starte ich das Spiel neu und dann mache ich am Anfang direkt die Sanitätermission. Ja, die Mafia, die hat ja ab einem gewissen Punkt haben die ja nur Shotgun. Das ist not so nice. Ja, weißt du, ich fahre schon in die Richtung und nein, die sind hinter mir. Immerhin sei froh, dass es nur die Triaden sind und nicht noch die Mafia. Ja, okay. Okay. Jetzt verstehe ich auch, warum man die ganzen Missionen machen muss, bevor man sich alle zum Feind macht hier. Weil sobald du alle als Feind hast, ne, ist vorbei. Dein Leben ist vorbei. Wie willst du das schaffen? Guck mal, hier könnt ihr auch die ganze Zeit spawnen, da hatte ich nichts dagegen. Warum hat man so wenig Zeit? Tschüss. Warum hat man so wenig Zeit? Oh Gott, hier muss ich aufpassen. Oh Gott. Perfekt. Steigt doch schneller aus, Alter. Ich steig mir viel zu langsam aus. Gerettet. Oh mein. Gerettet. Oh ja, hier ist ja diese ekelhafte Baustelle, Alter. Weißt du, Feuerwehrmission und Bürgerwehrmission muss man nicht am Stück machen, ne? Aber Krankenwagen muss man am Stück machen? Ist in Ordnung. Ich meine, theoretisch gesehen, wenn man die am Stück macht, klar kriegst du mehr Geld und so. Heißt man. Oh mein Gott, nein, hört auf, mich abzuballern, bitte. Bitte, hört auf, mich abzuballern, bitte. Könnt ihr nicht einfach nur mit Baseballschlägern zu mir kommen? Ey, man kriegt so disgusting wenig Zeit dafür. Das ist so stupid. Wenig spielt, was geht. Hi. Er will 6. Ich habe erst die Hälfte. Nicht mal die Hälfte. Oh mein Gott. Oh, mach doch Platz. Einsteigen.
Einsteigen. Nein! Weg! Tschüss! Bin 12 Feuerwehrmann, okay. Ja, ich werde das so oder so am Stück machen. Wo kriegt man GTA 3 einen Panzer her? Wisst ihr das? Ups. Ups. Bei Phil kriegt man Panzer. Oh mein Gott, wohin fahre ich denn? Nur bei Phil. Okay. Kriegt man das bei ihm nur ab einem bestimmten Punkt oder kriegt man das schon von Anfang an Panzer bei dem? Oder bei einer bestimmten Mission? Oder ich habe keine Ahnung. Ich würde nämlich die Bürgerwehrmission gerne mit dem Panzer machen dann. Weil ein Panzer bester, Alter. Ach, letzte Mission. Nach der letzten Mission von Phil oder was? Oh Bruder, warum musst du so weit weg sein, Alter? Nein, hört auf. Nein, tschüss. Bye, have a great time. Nein, ich muss dahin. Junge. Ey, mach doch mal Platz hier, bitte. Das ist ein Notfall. Platz. Feuerwehr, du bekommst in Harwood in der Nähe von Stadtplatz, okay? Ah ja, stimmt, doch. Der Passer, steig ein. 30 Sekunden, das ist schon mal ordentlich. Das will ich sehen hier. Okay, ihr seid nicht im Triadengebiet. Immer gut. Oh Gott, ja, ich war lieber hier Offroad. Ach, Sirenen. Ah! Ja, yo, verpisst euch. Geht nach rechts, geht nach rechts, geht nach rechts, geht nach rechts, geht nach rechts. Nicht nach links, nach rechts. Nein, nein, ich mach die Sirene aus, Alter. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Das geht mir jetzt schon so auf den Sack, die Sirene, Alter. Tschüss. Was hast du denn in der Hand, Alter? Eine Einkaufstüte. Was hast du denn gemacht beim Einkaufen? Hast du dich irgendwo... Wie hast du dich geschnitten? Was hast du gemacht beim Einkaufen, dass du dich verletzt hast? Ja, also ich glaube, in dem Stream bin ich jetzt erstmal nur beschäftigt, Sanitätermission. Vor allem das Traurige an der ganzen Sache ist, wenn ich das jetzt verkacke... Ich bin jetzt bei Level 7. Ey, 50 Sekunden. Junge, Alter, was sind das denn für... Steig ein. Gib mir bitte viele Sekunden. 21 Sekunden, you fucking was? Okay, alles gut. Nein, es ist nicht alles gut. Ich habe in GTA 3 noch nie Krankenwagen gemacht, ne? Es kotzt mich jetzt schon an. Warum sind in GTA San Andreas die Krankenwagen bisschen so chillig? Ja gut, in GTA San Andreas kannst du halt Krankenwagen mit so einem Angel Pine machen, ne? Und dort easy, Alter. Easy Krankenwagen Mission. Ey, nein. Nein, bitte. Alter, aber ich muss ehrlich sagen, die Fahrzeuge halten viel mehr aus als in Vice City. Kann das sein? Kann das sein, dass das mehr aushält als in Vice City? Weil in Vice City geht es ja echt disgusting schnell kaputt. Eismann! So, warte, wo sind die denn? Ah, fahr doch! Ich habe GTA 3 ja auch noch nie auf 100% gemacht. Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich das auf 100% mache. Ich habe auch letztens gesehen, es gibt auch ein Achievement, dass du für, wenn du unter 10 HP bist und du eine Minute lang überlebst, dann kriegst du ein Achievement. Steig ein, schnell. Ich möchte nicht so lange in diesem Gebiet sein. 21 Sekunden. Das ist so disgusting. Steig ein. 21 Sekunden. Ey, 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 ey!
Meine Fresse, wir biegen den denn hier ab? Ja, komm. Alter, Liberty City, ja, komm. Geht doch einfach weg. Bitte. Auf PS2 von GTA geht nach 3 Schlägen alles hinüber. Warte, was? Ach du Scheiße. Ja gut, es ist auch eine lange Zeit her, dass ich GTA 3 auf der PlayStation 2 gezockt habe. Ich habe sogar die Original-CD davon. Will sie jemand haben mit einer Unterschrift von mir? Ach, wieso fahre ich jedes Mal hier rein? Komm, steig aus. Level 8. Immer so random viele Sekunden die geben, ne? Will man geben, die mir nur noch 5 Sekunden, Alter. Das wär's. Ja, es ist halt wirklich random, ne? Es ist wirklich random, wie viel die geben hier, ne? Als ob das Spiel so würfeln würde. So. Du kriegst jetzt bei der Mission 15 Sekunden. Du willst ein Autogramm von Fat CJ haben? 5 Euro, dann besorge ich dir das. Dann schicke ich, ich meine natürlich, Fat CJ schickt dir dann per Post ein Foto von Fat CJ mit seiner Unterschrift drauf. Okay? Haben wir einen Deal? Gerettet. Ey, bitte, hört auf. Immer an dieser Kackstelle dorthin. Mensch, Vase wird plötzlich von irgendeinem Dieb aus dem Wagen. Ja! Natürlich! Ich bin so beim Krankenhaus, ne, und ich werde dann so random aus dem Fahrzeug einfach rausgezogen. Das wär's, Alter. Das wär's. Also, das wär fucking disgusting. That's fucking disgusting. So, fahren wir die. 2 Minuten, easy. Ich will ein Unterschrift von dir auf meine Xbox Series X und PC natürlich. Okay. 1 Million Dollar bitte! So, steig ein. Schnell. Ich weiß, du bist verletzt, aber schnell. Beeil dich. Weißt du, die. Ah! Gott im Himmel, ey. Also, die Karte von GTA 3 ist ja nicht sonderlich groß, ne? Aber es ist so hässlich verwinkelt alles. Die machen Witze. Sehe ich so aus, als ob ich Witze machen würde. Steigt schneller aus. Das ist jetzt bald zu fahren. Das heißt, bald ja durch diesen kleinen Bissbäume, Alter. Steigen sie ein. Keanu Reeves taucht auf bei Spider-Man. Das wär's, Alter. Das wär's. Keanu Reeves als Spider-Man. Holy shit. Spider-Man zückt auf einmal so John Wick-Style einfach so eine Pistole raus und macht die fertig. Aber du bist doch Spider-Man, du kannst dich auch anders fertig machen. Nein. Wusst ihr, GTA San Andreas Map ist fast doppelt so groß als die. Ja. Die GTA San Andreas Map ist actually größer als die GTA 4 Map. Das stimmt. Nimm das, GTA 4. Ha! Steig schneller aus. Was?
Gesund Power-Up wurde Versteck ange. Da, what? Okay. Oh, das Auto fängt an zu rauchen. Warte, habe ich das nicht vor ein paar Missionen? I don't know where I am and I'm hungry. Ach, davon stirbt er nicht? Der LKW überfährt den einen Typen so krank gerade, ne? Und er stirbt nicht davon? Und ich fahre zu dem anderen hin? Und er stirbt dadurch. Ja, so viel zum Thema. Ich werde in diesem Stream alles schaffen heute, ne? Ich mache heute Krankenwagenmission und ein paar Taxifahrten. Ich schwöre bei Gott, ich werde wahrscheinlich in diesem Stream heute. Ich werde bei diesem Stream heute wahrscheinlich nicht mal die Sanitätermission schaffen. Boah, mach mal Platz hier, Alter. Bitte. Geht weg einfach. Der ist noch. Selbst die NPCs triggern mich! There's no need to feeling down! Sag mal, wen wollt ihr hier verarschen? Ich war bei Level 9! Ich war bei Level 9 Krankenwagenmission. Ey, warum muss das so disgusting sein hier, Alter? Warum müssen die am Stück sein? Warum muss das am Stück sein? Warum können es nicht einfach hier bei den Bürgerwehren wie Feuerwehrmission einfach so machen, dass man einfach die nicht am Stück machen muss? Warum muss man das am Stück machen? Warum? Warum sterben die eigentlich direkt so schnell? Guck mich an, ich bin verletzt, ich habe ein gebrochenes Bein. Bruder, warum stirbst du dann direkt? Oh. Eismann!
Alles gut, ich sorge mich für meine Patienten. Ich sorge mich für meine Patienten. Damit ihr alle wohlbehalten dahin zurückkommt zum Krankenhaus. Ich sorge mich für die. Willkommen in GTA 3. Willkommen in Liberty City, Motherfucker. Steig ein. Du bist verletzt, steig ein. Denkst du, ich helfe dir ein? Steig ein. Was, du willst geheilt werden? Steig ein, selber. Was, du hast keine Beine? Steig ein. Steig ein, du blutest nicht mehr. Warum ist die Banane krumm? Warum hat ein Frosch keine Haare? Kann mir das jemand erklären? Warum hat ein Frosch keine Haare? Oh Junge, auf einmal kommt so ein fetter Truck um die Ecke. Ey, ich geb dir gleich ein What, Alter. Steig schneller aus. Geh zum Krankenhaus selber. Was, du hast keine Beine? Geh zum Krankenhaus. Du willst, dass ein Krankenwagen kommt? Nein. Ey, geht weg. Taktriaden. Geh, hör auf. Warum haben Fische keine Haare und Arme? Das ist eine ausgezeichnete Frage, Thaddeus. Warum fahren jetzt auf einmal Military Trucks hier rum? Aus der Bahn, ich habe verletzte Leute hier. Level 5! Mach mal Platz. Hör auf. Tschüss. Ich töte mehr Menschen, als ich die zum Krankenhaus bringe. 23 Sekunden kriege ich dafür. You fucking what? Oh mein Gott, ey, ja, machen 360. Alter, ich habe noch 12 Sekunden. Steig ein. Die Military Attacks sind relativ selten sogar. Wow. Und da sind sogar zwei gespawnt. Damn. Oh Gott, Alter. Muss aber ehrlich sein, hier aufzuleveln ist deutlich schneller als bei Vice City. Oh ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Steig schneller aus. Was, du hast keinen Arm mehr? Dann geh zum Krankenhaus! Ey, hört auf, mich abzuballern, bitte. Hör auf. So, du kleiner. Tschüss. Steig ein. Als ob ich so der Einzige bin hier, der Krankenwagen hier fährt. Dieser Eiswagen auch. Aber da ist schon wieder ein Eiswagen. Eismann! Sekunden! Ey, dieses Game, ne? 19 Sekunden kriege ich nur! 19 Sekunden! Ey, es ist so random, Alter. Ich kick jetzt nur 19 Sekunden, wenn ich jemanden mitnehme. Was ist das für ein Bullshit? Oh Junge, der Taxifahrer, Alter. Ich schwör, Alter. Es ist halt wirklich random, wie viel du hier bekommst, ne? Es ist halt wirklich random. Es ist so zum Kotzen. Ich kick jetzt nur 19 Sekunden, wenn ich die da hinbringe.
Also wenn ich die abhole. Wie schnell soll ich das denn noch machen? Sekunden! Ich dachte schon 28 Sekunden sind schon wenig. Aber 19 Sekunden! 19 fucking Sekunden! Ey, das ist so fucking random, wie viel du jetzt bekommst, ne? Schon spendabel von GTA 3. Ach, es geht noch niedriger! Boah, Alter, ich... Meine innere Wut, Alter. Meine innere Wut langsam. Nein! Ey, ich schwör bei Gott, wenn mich einer von den Triaden aus dem Krankenwagen rauszehrt, ne? Und ich die Mission dadurch faile, ne? Ich kille jeden einzelnen Triaden hier, Alter. Steig schneller aus. Oh mein Gott, mach doch Platz! Mach doch Platz! So, wie viel kriege ich jetzt? 5 Sekunden! 27 Sekunden! Warum auf einmal so... Das ist so random. Oh mein Gott. Das ist einfach so random, wie viel man hier bekommt, ne? Tschüss. Mama mia! Steigt doch schneller aus hier. Ist eine gute Lore-Frage für dich, okay? Mein Rammen an die Triaden wenn's und so nicht. Ey, das wär's, Alter. Das wär's, wenn sie dich noch rammen würden hier, ne? Boah. Das wäre das i-Tüpfelchen, Alter. Das wäre ehrlich das i-Tüpfelchen. So. Nimm die Laterne mit. Also wenn ich ins Krankenhaus, lasse ich mich von Vasi für mich nicht ab. Doch! Was? Dir geht's nicht gut? Steig in den Krankenwagen. Mach es selber. Wie, du hast einen Schlaganfall. Steig selber in den Krankenwagen. Du hast zwei gesunde Beine, steig ein. Was ist mit Tony geworden nach den... Ah! Was ist mit Tony geworden nach den Liberty City Stories und 3 Events? The fuck? Tony? Und mit seiner Mama dort. Und ist jetzt ein... er ist halt ein Handlanger von Salvatore. Ich weiß halt nur nicht, was mit Tony passiert, wenn Salvatore bye-bye geht. Ob er dann selber dann zum Don wird hier. Bitte, hört auf. Boah, Alter, nein. Nein, wenn jetzt wegen denen gleich mein Krankenwagen in die Luft fliegt, ne? Wenn jetzt wegen denen gleich mein Krankenwagen in die Luft fliegt. Warte, wie viele Sekunden kriege ich? 28. Ey, das ist so random. What the fuck? What was that? Da fliegt ein Auto in der Luft. Habt ihr es gesehen? Entweder wird Joey der Tony der Don. Naja, ich tippe mal sehr stark. Ich tippe sehr stark darauf, dass Tony zum Don wird. Joey glaube ich eher nicht. Aber ich glaube, Tony wird eher zum Don.
Was hat der Eismann? Habe ich ja gerade einen Eismann gehört? Eismann! Mach mal. Mach doch Platz. Sekunden, das will ich sehen hier, Alter. Und keine fucking 19 Sekunden. 19 Sekunden, Alter. Was soll ich denn machen hier? Speedrun. Bei welcher Krankenwagenmission bin ich jetzt hier eigentlich? Level 8? Oh mein Gott. Oh nein, es raucht, nein! Imagine was, ich schaff die 100% nicht, weil er eine einzige Mission gesprungen hat. Boah, das wäre so gemein. Das wäre so scheiße. Ne? Also das wäre echt kacke, wenn das der Fall sein wird. Also das wäre echt räudig. Also das war echt scheiße räudig, Alter. Wenn ich die 100% nicht schaffe, weil ich eine Mission übersprungen habe und die nicht gecheckt habe. Kenji, weil er eine Mission verpasst hat. Uff. Deswegen habe ich mir die Seite aufgerufen. Und damit ich wirklich keine einzige Mission übersehe. Was das einmal der Fall ist. Level 9! Level 9! War da nicht was mit Level 9? 24 Sekunden. Du brauchst keine Seite, du hast mich, ich mein uns. Oder warst du nicht sogar derjenige, der gesagt hat, dass ich die Toni-Mission noch nicht machen soll, weil sonst die Triaden böse auf mich sind? Bruder, die Triaden werden schon böse auf mich, wenn ich die Telefonmission da mache. Die sind ja jetzt schon mad auf mich. Adrenalin Power Up. Okay. Thanks, I guess. Oh mein Gott, mach. Junge, mach nicht. Ey, der geht einfach casual vorbei, er spaziert und zückt seine Pistole raus und schießt auf mich einfach. Nein! Ja, mach nicht die Toni-Mission. Mach auf keinen Fall die Toni-Mission. Weil sonst werden die Triaden mad auf dich sein.
Mach auf keinen Fall die Tony-Mission. Die werden dann mad auf dich sein. Ja. Die werden mad auf dich. Dann lass uns das Spiel einfach von vorne spielen. Ist in Ordnung. Der erste Part hat sich dann einfach null gelohnt. Lass uns den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen. Ist in Ordnung. Ja, ich werde die Mission offscreen dann machen, bis ich an dem Punkt wieder angekommen bin. Ja, komm. Ich hätte einfach schon von Anfang an Sanitätermission machen sollen, wenn ich wüsste, wie scheiße das ist. Das ist ja echt räudig. Das ist ja echt räudig, ne? Sanitätermission zu machen. Wenn nur die Triaden waren mad auf mich. Nur die fucking Triaden waren mad auf mich. Wie soll man das denn schaffen? Nur die scheiß Triaden sind mad auf dich. Und ich hab verkackt, weil die mir die ganze Zeit da draufballern. Schön, Misty. Ich will mich nicht rechtfertigen, aber Cut-Version ohne paar Telefonmissionen werden die Triaden gar nicht sauer. Ach so, bei der Cut-Mission werden die dann nicht sauer gewesen. So. So. Bevor ich irgendwas mache hier, ne? Mache ich jetzt die Krankenwagen-Mission. Weißt du, der erste Part hat sich einfach so gar nicht gelohnt zu machen. Yay, nochmal von vorne. Lass uns das nochmal von vorne machen. Nö, Bürgerwehrmission, Feuerwehrmission musst du nicht am Stück machen. Musst du 60 Stück machen davon, ist in Ordnung. Aber nein, du musst das nicht am Stück machen. Mal gucken, warum müsst ihr das mit Level 12 machen? Und das am Stück? Oder warte mal. Bevor ich mich jetzt da verplapper, muss man das wirklich am Stück machen, die Krankenwagenmission. Ja. Oh, Gott, verdammte Kacke, Alter. Das Ding ist, dass es die Uncut-Version hier gab, es diese Mission nicht. Lass mal die Krankenwagen-Mission am Stück machen.
okay. Erstmal eine halbe Stunde lang geht der fucking Stream nicht, weil das Spiel meint so, ja, ich existiere nicht. Und dann plötzlich so, ja, ja, haben wir Kackwagen-Mission, ne? Level 9 verkackt, weil ich da diesen Typen da überfahren habe. Level 9 nochmal verkackt, weil die Triaden mir einfach das Auto kaputt geschossen haben. Yay, was ein Riesenspaß das ist. Der Praktikant bei Rockstar Games, der sich das dabei gedacht hat, ne? Was war das denn? Ist er ein Asiate, Alter, oder was? Ist er so gut in diesem Game gewesen, dass er den Schwierigkeitsgrad auf Asiatisch stellen musste? Boah, hab ich Bock, Sanitätermissionen zu machen. Boah, hab ich Bock. Ich hab so Spaß, Sanitätermissionen zu machen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als Sanitätermissionen. Nach diesem Stream gehen wir alle einen Besuch abstatten zu den Triaden. Ja, mach dich fertig. Nein! Don't! Don't! Junge, bitte! Tu mir das jetzt mein Herz nicht an. Leicht, mittel, hart, asiatisch. Ja, so sind die Schwierigkeitsgrade in dem Spiel, ne? So sind die Schwierigkeitsgrade hier. Ohne Scheiß. Leicht, mittel, hart, extrem schwierig, godlike, monsterlike, asiatisch. So sind die Schwierigkeitsgrade angepasst. Und der Praktikant safe Asiate. Ich meine, sind die Sanitätermission nicht pro Insel? Ja, das wär's. Ja, lass mal die Sanitätermission 12 Level am Stück machen. Ist in Ordnung, okay? Oh, ich hab nur 14 Sekunden gehabt. Holy shit. Boah, Alter. Sekunden. Das ist nicht so geil, ne? Eismann! Boah, ich schwör bei Gott, ich werde GTA 3 und Vice City nie wieder auf 100% machen. Nie wieder. Ich hab da ehrlich Nerven dafür. Wenigstens ist das Essen ganz gut. Wenigstens etwas. Aber ich werde GTA 3. GTA 3 und Vice City. Safe nie wieder auf 100% machen. Nie wieder. GTA 3 100% mit Chaos Road. Nein. Das wird meine Seele nicht aushalten. Meine Seele wird das nicht schaffen. Nein. Einmal im Leben reicht absolut, ja man. Bitte GTA 3 immer noch Speedrun. Ja, GTA 3 Speedrun ist ja was anderes als das auf 100% zu Speedrun. Also GTA 3 Speedrun hätte ich nichts dagegen, ne? Aber 100% Speedrun? Nee. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall mache ich das. Es sei denn, ich wäre Vollzeit-YouTuber. Oder Vollzeit-Streamer oder so. Dann würde ich das vielleicht noch machen, aber so? Nee. Nee, auf keinen Fall. Also, lebensmüde bin ich nicht. Eine Folge von Vasi GTA 3 Rainbow Man von Chatboating. GTA 3 hat keinen. Also, GTA 3 hat zwar einen Chaos-Mod, aber. Aber, das große Aber, ist, dass es kein Chatvoting gibt.
Der Chaos-Mod von GTA 3, da gibt es kein Chat-Voting. Dann normal Chaos. Ich weiß jetzt schon, dass der Chaos mit mich dann hops nehmen wird. Richtig hops. GTA 3 Chaos Mod werde ich so oder so machen. Aber es gibt ja noch kein Chaos Mod für die Definitive Edition. Es gibt ja nur Chaos Mod für die OGs. Weepster, was geht? Servus. Aus nichts dann plötzlich 6 Sterne, genau. Also, ich muss ehrlich sagen, GTA 3 sind die Cops die schlimmsten. Wer nimmt dich mehr hops, GTA 4 Chaos oder GTA 3? Also, so wie der Chaos Mod gerade in GTA 4 ist, GTA 4. Aber wenn der Chaos Mod in GTA 4 besser wird, dann denke ich mal GTA 3. Wisst ihr, was auch geil wäre? Wenn GTA 6 in GTA 6 rauskommt, in Wirklichkeit ist das dann nicht GTA Vice City, sondern, also es ist halt nicht Vice City, was dort gemacht wird, sondern kennt ihr Anywhere City? Kennt ihr die City? Ja. Die wahren OGs kennen Anywhere City. Die wahren OGs wissen, was Anywhere City. Rip, ich bin kein OG. Sorry, bro. Dann bist du nix OG, man. Anywhere City ist von GTA 2. Bei GTA 2 spielt man Claude. Da spielt man auch Claude in Anywhere City halt. Bei GTA 2 spielt quasi nach den Events von GTA 3. Mal so am Rande erwähnt, ne? So kleines Lore-Ding. Das Ende von GTA 2 ist natürlich ein bisschen traurig, ein bisschen sad. Ja, GTA 2, Digga, diese Draufsicht, ja. Aber so hat ja GTA damals angefangen, ne? Ich hatte die GTA 2, Digga, tatsächlich, ui. GTA 2 spielt, glaube ich, ja, ich glaube GTA 2 spielt irgendwie 2013 oder so, das kann sein. Also es ist auf jeden Fall nach GTA 3 spielt das. Also nach den Events von GTA 3, da spielt es ja auch Claude. Claude D. Der 15-Minuten-Film war cool davon damals, aber das Ende hat mich schockiert. Ja. Das Ende ist, ja. Das Ende ist ein bisschen schockierend von GTA 2. Das Ende ist da sehr schockierend. Deswegen sage ich nicht. Oh mein Gott.
Ach, der ist auf der Brücke. Mein Gott. Ich glaube, das mit GTA 2 war wirklich Canon, also real, ja. Ist es auch. It's a little bit sad, but... Ne? Oh mein Gott. Einfach wenn GTA 5 spielt. Achso, jetzt habe ich verstanden, was du damit meintest. Ja, GTA 2 spielt halt wirklich parallel zu GTA 5, wenn man so sagen kann, ja. Das stimmt. GTA 2 wurde damals von Rockstar Games kostenlos angeboten, ja. Das habe ich mir tatsächlich gegettet. Damn Police. Nicht überfahren, nicht überfahren, nicht überfahren, nicht überfahren. Oh mein Gott, Alter. So, ich dachte schon Ghostplane, Alter. Das ist hier nur der Zug. Macht halt echt keins für 2013, sind wir halt alles zu alt. Bin mal gespannt, in welchem Jahr dann GTA 6 spielen wird. Ob es dann immer so aktuell gehalten wird. Oder ob das dann irgendwie, keine Ahnung. Ob das dann so in der Zukunft ist oder in der Vergangenheit wieder oder I don't know, Alter. Ja, Polizei, wollen Sie was von mir? Ich schwöre bei Gott, Polizei, wenn du den jetzt überfährst, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, die haben aber ganz schön schnell das Interesse an mir verloren hier. Kann ich darauf gar nicht, wie viele Sekunden ich hierfür bekommen habe. Beziehungsweise ich achte auch gar nicht mehr auf die Levels hier gerade. Ich mache das einfach gerade stumpf durch hier. 25 Sekunden. Nein, hört auf. E quadra la strada, was das heißt auf Italienisch, achte auf die verdammte Straße. Bruder! Was kann ich denn dafür, wenn die Leute hier außer mir halt Scheiße fahren? Weil ich fahre ja wie ein junger Gott hier. Manchmal sagen die auch, du fährst wie ein Mädchen. Warte, was? Ehrlich? Wenn die Leonis bei dir im Auto sitzen oder was?
Oh mein Gott, warum bleibt er so mitten in der Kreuzung stehen? Was ist denn los mit dem? Wenn du sie so im Weg stehst. Ach so, okay. Ja, Diablos sind ja mehr so hier diese Gangster-Gang hier, Alter. Wenn man es rein technisch sieht, ist der einzige Teil, wo keine Gangmitglieder sind. Hier, also hier ist fast überall Gangmitglieder, ne? Außer hier. Und hier sind auch keine Gangmitglieder. Gefühlt irgendwie. Aber hier oben fängt es halt langsam an. Mit Kolumbianern und sowas halt. Oder hier Yakuza und so, ne? Ah ne, warte, es gab ja auch noch eine Gang, die hieß Yadis oder nicht? Yadis. Gibt's ja auch welche. Hießen die nicht Yadis? Kolumbianer und die Yadis, ja. Yadis, so hießen. Du bist am Ende dann mit allen verfeindet, außer Yakuza. Also außer mit den Yakuza-Leuten und hier diese Gang. Ich weiß nicht, wie die Gang hier heißt. Kennt ihr den Namen von der Gang hier? Softside Hoods, so hießen die. Ja, Softside Hoods sind ja auch mit dir befreundet. Die machen ja auch nicht mit dir verfeindet. Aber Dot hat echt viele Feinde eigentlich. Aber auch gute Verbündete. Ich meine Yakuza und Softside Hoods. Ja. Die Roten, glaube ich, waren das ja. Ehrenmänner, sage ich nur. Ehrenmänner. 21 Sekunden gehe ich dafür. Tausendmal angenehmer, wenn keine Triaden dich die ganze Zeit abballern. Ja, lass mal heute die Krankenwagen-Mission machen. Okay. Lass uns mal noch andere Missionen machen hier. Okay. Meanwhile, ich mache nur Krankenwagen-Missionen. Mehr nicht. Mehr schaffe ich heute nicht. Ich finde es halt nur schade, dass es keine russische Mafia hier gibt oder so. Das wäre auch ein schönes Ding gewesen. Aber es ist halt Amerika, ne? Da gibt es glaube ich nicht so viele. Gibt es gar keine russische Mafia, oder? Eher gesagt nur so im kleineren Kreis. Weiß man. Ja gut, in GTA 4 ist halt russische Mafia halt eine große Rolle, das stimmt. Aber hier in GTA 3 gibt es keine russische Mafia. Ach Gott, dammit. Das ist angenehm, wenn die Triaden nicht die ganze Zeit nur am Abballern sind. Erst in GTA kamen die Russen. Ja, so physisch kamen dann die Russen hier, da. Ja. Da hatte ja Big Smoke ja Probleme mit den Ruskis gehabt. Zehntes Level, Alter. Das habe ich heute noch gar nicht gesehen. Krankenwagen Level 10, Alter. Oh mein Gott.
dass ich das noch erleben kann hier. 24 Sekunden, okay, ist in Ordnung. Ey, Junge, warum muss er jetzt genau in dem Moment den Typen überholen? Ups. Bitte, Liberty City Stories sind die Sizilianer, die ihren Zugunsten. Ehrlich, das sind Ach ja, doch, das sind Sizilianer, stimmt. Da war ja was. Ich glaube, die letzte Mission war ja dort an dem Leuchtturm, ne? Also hier, bei Liberty City Stories war es ja hier. Beim Leuchtturm, ne? Tony kann aber auch, konnte auch schwimmen dort, ne? Also Tony konnte da schwimmen. Was ich weiß, oder? Jetzt kann er wahrscheinlich nicht mehr schwimmen, weil er fett ist. Nur Vic. Ach so, Tony kann auch nicht schwimmen. Nur Vic konnte schwimmen, okay. Ja gut, der ist ja in der Armee, ne? Wenn ein Soldat nicht schwimmen kann, das wäre schon ein bisschen peinlich, ne? Das Geilste, was ich bei Liberty City Stories fand, war, also Liberty City Stories war, dass angedeutet wurde, dass Salvatore Tony töten möchte, aber er hat ihn nicht getötet. Aber es wurde halt so witzig angedeutet, weil ich dachte wirklich so in dieser Sekunde so, oh scheiße, Salvatore möchte Tony töten, weil er halt so großes Vertrauensproblem hat mit Menschen halt, ne? Dann hat er ihn nicht getötet, das fand ich so geil. Boah, mach mal Platz. Ups. Oh mein Gott. Dies. Imagine GTA 6 trifft man auf Tommy Vercetti und seinen Imperium als Feind. Ey, das kann gut möglich sein. Jetzt habe ich die Straße übersehen. Das kann gut möglich sein. Boah, meine Fresse. Da guckt man einmal auf den Chat und schon. Es sah so aus, aber das wurde nur so gemacht, damit Tony in wahrer Mafiose gehörte. Ja, Mann. Salvatore hat extrem Paranoia, nur wegen CJ. Tja, hat auch verdient. Puh. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe Salvatore nie gemocht. Ich habe die nie gemocht. Ich habe allgemein die italienische Mafia-Szene in GTA nie wirklich gemocht. Zindakos fand ich nicht geil, Borellis fand ich nicht geil, Leonis fand ich nicht geil. Also ich weiß nicht, italienische Mafia ist halt nicht so meins. Ich feiere die einfach so null. Schon war eine coole Personalität. Ja, nee, ich weiß nicht wieso, aber Salvatore hat mich immer übelst abgefuckt. 19 Sekunden kriege ich jetzt, shit. Okay.
Ich weiß nicht warum, aber Salvatore hat mich übelst abgefuckt immer. So, man muss ja die ganze Zeit nur Drecksarbeiten für den machen, ne? Und am Ende tötet er dich einfach nur, weil er einfach so ein Vertrauensproblem hat. Ich weiß nicht, das ist halt nicht so, das ist nicht geil. Ist Geschmackssache, das stimmt. Ja, mich haben ja auch alle Gangs interessiert, aber es ist halt die Frage, ne? Wenn du halt, mein Gott, wenn du die Auswahl hättest und du bewerten müsstest, welche Gang du am geilsten findest und welche Gang du am schlechtesten findest, ne? Also das ist jetzt quasi meine Bewertung halt, ne? Aber ich finde tatsächlich die italienische Mafia immer noch besser als Ballas und Vagos und sowas halt, ne? Die finde ich auf jeden Fall immer noch besser. Ich wollte einen nur töten wegen Maria, weil die... Ja. Großsüd-Family on the top, bitch. Nein, es gibt immer noch eine Gang, die ist besser als die Großsüd-Families. Ihr wisst das ganz genau, welche Gang das sind. Ich weiß ganz genau, von welcher Gang ich spreche hier. Eine Gang, die ist besser als alle Gangs, die es hier gibt. Es, eins können wir sagen, die großen Families sind oben und Vinewood natürlich. Ja, Mann. Genau, siehst du? Vinewood Families. Ich wusste es. Nur treue Vinewood Family Mitglieder würden das sagen. Vinewood Family, Vinewood Families. Das ist die Gang. That's a sexy lady. Das ist die Gang. Leute, das ist die Gang. Welcher Krankenwagenmission bin ich jetzt eigentlich gerade hier? Gerade bei 11? Bin ich gerade bei der 11. Krankenwagenmission? Ich bin gerade verwirrt. Ich habe jetzt gerade so viel geredet, dass ich schon vergessen habe, bei welcher Mission ich hier gerade bin. Ich bin bei Level 11. Uff, okay, da muss ich aufpassen hier. Oh. Boah, Alter, ich habe allein schon durch die Krankenwagenmission so viel Cash gemacht, Alter. 40.000. Ach du Scheiße. Sekunden ist halt echt kacke, Alter. Wenn jetzt gleich bei der 12. Mission der Fall sein wird, dass sie nur 5 Sekunden geben, boah, ich kotze. Mit so kotzen. Scheiße. Also, wann kommt eigentlich GTA 1 und 2 und Chinatown Wars als Stream? Habt ihr ehrlich Bock auf GTA 1, 2 und Chinatown? 24 Sekunden, das ist solide. Habt ihr ehrlich Bock, dass ich das streame? Und ja, ich wusste, dass das kommen wird. Ich wusste es, ich hab's gerochen, Alter. 50 Meilen gegen den Wind, Alter. Ich hab's einfach gerochen. Und Advanced. Wie viele GTA soll ich streamen? Ja. Ups. Ups. Ah, ich glaube, ein Krankenwagen. Alles auf einmal, genau. Multitasking, Alter.
Scheiß, Mann. Aber hey, guck mal, der Wagen raucht nicht. Ich warne, es ist eine Nintendo-Version, der bockt nicht, aber Chinatown Wars hat was, okay. Lass mich raten, Chinatown Wars hat auch was zu tun mit den Triaden wahrscheinlich. Vielleicht bist du ein Protagonist bei, von den Triaden. I guess. Yep. Ja gut, das war ja auch klar bei dem Titel. Lustig ist, wenn da irgendwann so kommt, GTA, Russian Mafia Stories oder sowas halt, ne? Du spielst dort? Richtig, ein Italiener. Das wär's, ey. Wow, mach mal Platz hier. Geht der Schmin aber nach der SD. Ja, natürlich. Spoiler, du musst dich revanchieren für ein Schwert und den Tod deines Onkels. Okay. Warum spoilerst du rein? Oder wird's direkt am Anfang von der Story erzählt? Adrenalin Power. Ja, jetzt werde ich von zwei verfolgt. Tschüss. Ich habe so Angst gehabt, dass die beiden mich jetzt verfolgen und einen Patienten hier überfahren. Nein. Rex, was geht? Erste Chatnachricht. Warum hat das bei China eigentlich immer mit einem Schwert und Onkel zu tun? Das ist auch so ein Klischee. Ja, wirklich so ein Klischee. Eismann. Oh mein Gott. I made it. Warte, das ist... Boah, 12 Missionen geschafft. Yeah. Boah, yeah. Stand da gerade ehrlich, dass ich... stand da gerade ehrlich, dass ich beim Sprint nie wieder ermüdet sein werde? Oh, wir haben es geschafft. Wasi-Familie war sicherlich eine Samurai-Familie. Natürlich. Wir sollten diese Eiswagen-Sound für einen Stream-Hintergrundmusik verwenden. Ja, Mann. Das wäre geil. Nächster Stream Taxi. Boah, ich kann jetzt unendlich sprinten. Das ist unnormal geil. Aber das ist echt geil. Ordentlich. So. Damit würde ich einfach mal sagen, das war's doch schon mal hier von GTA 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zum nächsten Stream, zum nächsten Video. Ja, bis dann und haut rein. Bye-bye.